Hallo ihr Lieben, ich bin hier für euch im Köln-Delbrücker Tierheim. Man hört es auch gerade. Und zusammen mit dem Bernd Schinzel stelle ich euch gleich ganz tolle Tiere vor, die dringend und schnell ein liebevolles Zuhause suchen. Bei mir habe ich jetzt den Bernd und die Odette. Ein Schäferhund, wie man sieht. Ja genau, Schäferhundmischling. Wie alt ist die Odette? Odette wird so circa 7-8 Jahre sein. Ist die Odette kastriert? Odette ist natürlich kastriert, ja. Odette stammt aus einem unserer beiden Tierheime, die wir in Osteuropa unterstützen, die wir subventionieren auch. Und wenn Platz vorhanden, holen wir auch Hunde her, die vermittelbar sind. In diesem Fall ist es so ein bisschen schwierig mit Odette. Odette ist einer der vielen, vielen Hunde, die leider Gottes an der Kette gehalten werden im Ausland, als Bewegungsmelder, Lebendige. Und sie hat also wahrscheinlich nie genügend kennenlernen können. Aus diesem Grunde hat sie auch so ein paar Auffälligkeiten an sich. Unter anderem kennt sie ganz wenig, das heißt kein Straßenverkehr. Vor Fernsehern erschreckt sie sich noch. Auf der anderen Seite ist sie wiederum komplett offensiv in vielen Verhaltensweisen. Das heißt, sie reagiert sehr auf Bewegung, das heißt Bällchen, Dinge, die da zum Beispiel liegen, Objekte und so weiter. Das wäre zum Beispiel was für ZOS, also Ziel-Objekt-Suche, da könnte man toll mit ihr arbeiten. Mhm. Menschenfreundlich auf jeden Fall, sehr, sehr agil, aber ihr muss man noch viel beibringen. Und vor allen Dingen, ihr Problem ist mit anderen Hunden. Also an der Leine beim Spaziergang muss man gucken, wenn die gewisse Distanz überschritten ist zu einem anderen Hund, dann pöbelt sie und da muss man sie schon sehr klar führen, worauf sie aber auch reagiert. Was für eine Familie wäre jetzt perfekt für Sie? Wahrscheinlich auch eine sportliche Familie, genau. Bestimmt nicht mit Kleinkindern. Auch das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht größere, standhafte Kinder, weil sie ist schon sehr temperamentvoll und agil. Mhm. Ich denke mir mal, sportliche Menschen, gerne eher so im ländlichen Ambiente, also nicht mitten in der Stadt, wo sie mit diesen vielen Reizen einfach überfordert ist. Ja. Und Leute, die einfach Lust haben, sich mit diesem Hund, der eigentlich ein sehr liebenswerter Hund ist, nur ein bisschen noch eingebracht werden muss in die Gesellschaft, einfach Lust haben, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Was ist mit ihren Ohren passiert? Ja, das rechte Ohr, das ist ihr wohl abgeschnitten worden, da wo sie aus Ungarn herkam. Der Hundefänger hat sie reingebracht mit einem frisch abgeschnittenen Ohr. Ihr rechtes Ohr ist gerade abgeschnitten worden. Leider gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Hunde mit abgeschnittenen Ohren, weil das irgendwelche Vorteile haben soll. Ihr linkes Ohr ist teilweise abgefressen worden von Fliegen, die im Sommer immer wieder die Hunde befallen, gerade an den Ohrenspitzen, wo die ganz schnell an das Blut herankommen, an die Blutgefäße. Wenn es heiß und drückend ist, dann kommen die Fliegen und fangen an den Ohrspitzen. Und wenn einmal ein Tropfen Blut zu sehen ist, dann haben die Hunde andauernd die Ohren dran und das Gewebe wird zerstört. Bernd, vielleicht erzählst du kurz unseren Zuschauern, wie man am besten mit euch in Kontakt treten kann. Gerne. Also zu uns geht man am besten erstmal auf die Internetseite tierheim-delbrück.de. Wir nehmen eine Schutzgebühr bei den Hündinnen von 300 Euro. Bei den Rüden sind es 250 Euro. Schaut einfach mal bei uns auf die Seite oder kommt auch gerne einfach mal persönlich vorbei. Es ist immer schön, wenn man persönlich auch mit den Leuten reden kann.